Servus Leute, das ist meine neueste Errungenschaft, ein AEG Electrolux CX8X Power mit 25,2 Volt UAD Lithium Akku. Er ist ziemlich heruntergekommen, aber ich würde euch gerne ein paar Sachen zeigen, wie zum Beispiel, wie ihr den Akku öffnet, um die Akkuzellen zu öffnen, also auszutauschen. Dazu müsst ihr ihn halt leicht beschädigen, aber es ist nicht so schlimm, wie ihr jetzt glaubt. Die Schrauben können aufgemacht. So, dann nehmt ihr einfach ein Messer. Das müsst ihr etwas auseinander geben. So was drunter geben, damit es dann nicht alles so rutscht. Dann das da müsst ihr nur höchstens zerstören, oder es klingt euch auch ohne, dass das auseinander geht. Dann fahrt ihr da mit dem Messer rein. Das knistert einmal auf der einen Seite, dann macht ihr eben das Silber auf der anderen Seite. Okay. Dann fällt nur noch mal dieses Stück und rausziehen. Und da habt ihr das Teil schon. Und was sehen wir jetzt hier? Wir sehen da die ganz normalen 18650er Akkuzellen in Grau. Ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, was das für Amperestunden die sind. Das da auf jeden Fall hinunterziehen. Somit könnt ihr dann das so öffnen, das Ganze dann so verdrehen und reingeben. Dann könnt ihr dieses Stück dann als Ganzes herausziehen. Einfach ein bisschen auseinandergeben und rausnehmen. Da ist die erste. Ein bisschen auseinanderziehen. Zweite, das Teil geht dann auch mit und da haben wir sie schon. Das sind die Akkus, was da drin verbaut sind. So sieht das Ganze aus. Der 25 Volt hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Akkus. Okay? Und ab hier ist es natürlich ziemlich einfach, das Ganze auszutauschen. Öffnen, Akkus rein, zusammenlöten und ihr seid dann in spätestens 1-2 Stunden fertig. Ich werde das jetzt aber heute nicht machen, weil ich glaube eher, dass der Akku noch ziemlich gut ist, weil der wurde schon einmal gekauft. Ich habe nur einen sehr, sehr dreckigen Filter gesehen. Das Gerät war sehr laut und der Motor schaut auch ziemlich dreckig aus.
Ich werde mich eher jetzt mit dem Ding beschäftigen, ihn nochmal zu reinigen. Und dann werde ich mal den Akku testen. Und wenn der Akku nicht lang genug hält, dann werden wir auf jeden Fall ein Video machen, wie eben die Akkus komplett getauscht werden. Aber jetzt bauen wir ihn wieder zusammen. Ich denke, wenn ihr dieses Video gesehen habt, wird euch das Ganze auch viel einfacher gelingen, das zu öffnen, ohne dieses Teil so auseinander zu, eben so zu zerstören. Es ist mir leider nicht super gut gelungen. Schauen wir mal, das Ganze wieder in Position bringen können. Verkehrt. Verkehrt. Das habe ich verkehrt einbaut. Also diese Schrauben sollten ein Indiz sein, dass die eigentlich da unten gehören. Ihr müsst verzeihen, das ist auch für mich das erste Mal, dass ich diesen Akku öffne. Also einfach nur wenden und so einbauen. Achten wir nur darauf, dass eben das weiter nach hinten. Ja, wir sind hier. Da sind wir auch auf dem Loch. Perfekt. Dann dieses Teil hinein. Reinklipsen. Reingeklipst. Diese Stücke hört da rein. So, dann den Akku wieder zu schließen. Das Schließen geht einfacher wie das Öffnen, Gott sei Dank. Und dieses Teil hier etwas anheizen und wieder zurückgeben. Falls euch das nicht bricht, seid ihr meine Helden. Und die zwei Schrauben anschrauben. Und das war's. Ich verbaue jetzt mittlerweile etwas bessere Zellen als wie die Parkside-Zellen, die ich immer benutzt habe. Jetzt habe ich mir extra Zellen bestellt von Samsung. Nicht made in China. Die wurden in Polen hergestellt. Ich zeige es euch mal, Moment. Schaut euch diese Dinge an. Schön eingepackt, einzeln. Packt man sich die aus. Dann haben sie extra so ein bereits was zusammengelötetes. Wir sprechen da von einer Original Samsung 18650 mit 2850 Amperestunden, also Milliampere. Made in Poland. Okay, also keine chinesischen. Die halten definitiv mehr, länger. Und wenn wir da jetzt drei, also sieben oder acht Akkus haben, die Dinge kosten, je nach wie viel man kauft, zwischen 3 und 5 Euro. Und alleine diese Urart Energy, der Urart, da müsst ihr darauf achten, da ist eben das Kastel ganz anders und deswegen passen die Orangenen nicht. Diese Dinge kosten original 99 Euro. Die gibt es nur mehr von Aige. Und wenn ihr jetzt siebenmal, also diese sieben Akkus tauscht, dann seid ihr, was werdet ihr sein? 30 Euro, 35 Euro Akkus. Dann tut es euch einmal die eine halbe Stunde Arbeit an oder Stunde. Und dann habt ihr erstens einmal sicher doppelt so starke Akkus, weil da drin sind höchstwahrscheinlich, was würde ich sagen, 1800 mAh, da haben wir 2800 mAh. Das wird auf jeden Fall das Ding rocken. Das Teil wird schätzungsweise auf stärkster Stufe so um die 20, etwas über 20 Minuten auf stärkster Stufe halten. Und das nicht nur ein halbes Jahr, ja, und dann ist der Akku schwach.
sondern wird länger halten. Und ja, das andere, was ihr eben unbedingt, bevor ihr euch jetzt mit dem Akku beschäftigt, anschauen müsst, ist, ob eben der Motor verdreckt ist, ob der Staubsauger schon, der Filter komplett zu ist, und ganz wichtig, ob sich diese Rolle leicht dreht. Wenn sich diese Rolle nicht leicht dreht, dann nimmt das ziemlich führend Strom hin oder geht das Ganze auf Störung. Kann euch passieren, wenn ihr da sich die schwer dreht und ihr einschaltet, dann geht es auf einmal ein Licht weg, noch ein Licht weg, zack und aus. Und das innerhalb von ein paar Sekunden, höchstens eine halbe Minute. Da ist meistens nicht der Akku, sondern eher dieses Teil hier. Oder eine sehr, sehr starke Verstopfung im Gerät. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterbringen mit dem CX-8. Es werden garantiert weitere Videos kommen. Wenn ich die Akku getestet habe und mir die Leistung nicht gefällt, dann tausche ich sowieso die Zellen. Es wird ein Video dazu geben. Gut, ich hoffe, ich bringe euch mal weiter mit dem. Baba.